Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rock City. Wie letzte Folge gesagt, geht's jetzt los und wir fahren in die Innenstadt von Detroit, Old Detroit, und werden beobachtet vom Bäcker. Tschüss! Okay, das ist nicht die Art von Innenstadt, die ich erwartet habe. Ich muss auch sagen, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt einige Cutscenes in diesem Spiel, die halt einfach gedoppelt, also halt mehrfach verwendet werden. Wie eben die Szene, wenn wir aus dem Parkhaus rausfahren. Wie die Szene, wenn Robocop in der Arrestzelle, wie wir gelernt haben, aus seinem Stuhl aufsteht. Ist halt immer die gleiche Cutscene. Das ist ein bisschen schade. Das hätte man auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können, finde ich. Jedes Mal denke ich mir, dieses Auto, was beim Rausfahren aus der Garage aufsetzt. Ach, wir können hier sogar raus. Ah, ich dachte, wir haben wieder nur so ein Industriegebiet. Ja, okay, nee, warte, dann... Stöße finden. Lass uns erstmal Sekundäraufträge machen. Das finde ich gut. Weil wir wissen ja, ich kann sogar hier... Ne, hier kann ich nicht hoch. Wenn wir was verpassen und nicht gleich machen, können wir es halt nicht nachholen. I hope Mills will win. I'm sick of Kuzak. Okay, aber hier können wir hinter... Ist das? Doch, das ist tatsächlich hier, wo wir damals waren, nur jetzt bei Tag. Es sieht komplett anders aus. Genau, das ist doch der Innenhof. Hier war doch die Kreide an den Toren. Von Briggs Sohn. Als wir den gesucht haben. Es war doch hier. Nicht? Ja. Die Frage ist halt jetzt, ist jetzt hier denn neuer Loot gespawnt? Jetzt, wo wir halt nochmal hierher kommen? Oder ist es vergebene Mühe jetzt hier? Oh, ein Radio. Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the majestic beauty of nature? And do you feel helpless knowing that every year more and more species are becoming extinct? Because let's face it, there's nothing that can be done. So, you know what they say. If you can't beat them, join them. Last Chance Safari. See all the endangered species before it's too late. Last Chance Safari is the largest collection of near-extinct species on the planet. So hurry! Get them before it's too late! Additional fee to use your personal rifle may be required. Okay, also ich muss sagen, ich fand die... Also, die Werbespots, oder wie man das auch nennen mag im Radio, waren schon mal besser. Oh, jetzt ist hier zu. Okay, hier ist nix. Aber warum ist da Licht... Müssen wir dann später hier noch rein? Es war doch schon mal so, dass ich mich gewundert habe, warum an einem Hauseingang es total beleuchtet war und später mussten wir dann dorthin. Also vielleicht bin ich hier gerade was auf der Spur. Okay. Wir brauchen Verstöße, die wir melden können. 6 Stück.
Hier. Du rauchst hier. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Ja, deswegen rauchst du jetzt einfach ohne Zigarette weiter. Was ist mit deiner Zigarette? Die steckt in deinem Bein. Steckte in deinem Bein. Aber hat das jetzt dazu gezielt? Ja, okay. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Was genau suchst du? Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy, like, all the time? Please! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that! An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Ach, du kannst nicht hier aufmachen. Was ist das für ein Feldtraining? Mach doch die Tür auf. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Warum sieht der Eingang zum Keller genauso aus wie in unserem, wie auf dem Polizeirevier? Turn your flash. Wartungsprotokoll. Wartung. Die Türnummer von Wohnung 6 muss wieder angebracht werden, da sie verkehrt herumhängt. Der Bewohner beschwert sich ständig darüber, dass er von Gästen des Mieters aus Nummer 9 belästigt wird. Priorität sehr niedrig. Light on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators.
It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Ach so, jetzt jeder macht jetzt sein Ding hier. Keine Übereinstimmung. Keine Übereinstimmung. Clear. Keine Übereinstimmung. Blend mich nicht. Clear. Keine Übereinstimmung. Nein. Ich wollte doch hier gar nicht. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Ich glaube, ich habe gerade nur die Katze gesehen. Ja, du sollst auch nur die Katze sehen. Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. Oh, Katze auf dem Grill? What was that? Das klang wie kaputtes Glas. Sprich's aus. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Okay, ich wusste jetzt nicht. Ob es dort hinten weitergeht. Ich bin hier mit Absicht ein bisschen in den Bogen gegangen. The fugitive has left the trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. You're right. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. Mm-hmm. Felis Katus. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! Ich wäre auch weggerannt. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Ja, fürs Selbstbewusstsein. Du schaffst das. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Danke. Ja, wir lassen unseren Lehrling mal. What was that? Vorgehen. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Vielleicht mal aufmachen? Oh, du kannst auch echt noch nichts alleine. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess.
You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Sollen wir jetzt hier noch aufräumen? Irgendwas finden wir doch jetzt hier noch. Ist hier noch jemand? Hallo? Hier passiert doch gleich was. Ich werde mich erschrecken. Bisschen erschrocken bin ich. Habe ich ja gesagt. Was geht denn hier ab? Meine Güte. Material wird gescannt. Das war auch ein bisschen... Das ist ein bisschen unfair. Es ist immer ein Mensch, was hier gescannt wird. Schusswunde, Schädeldecke. Wo ist das zweite Fragezeichen? Ja. Starker Blutverlust. Oh. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Ich weiß schon, wer die Arbeit machen wird. Let's get him! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die sind oben. Habe ich direkt so viel Schaden? Holy! Die sind... Wo ist der hier? Hier ist noch einer. Ist irgendwo da. Entschuldigung, falls das ein bisschen zu laut war, aber ich bin etwas erschrocken. Ich habe nicht hier unten mit denen gerechnet. Und ich bin hier irgendwo hängen geblieben. Hier ist auf jeden Fall einer um die Ecke. Da ist einer, da ist noch einer. Meter, dann ist er hier hinten. Da ging es gar nicht durch. Hä? Doch, da sind noch welche. So, ist der jetzt hier rechts drin oder durch die Tür durch? Da ist er nicht. Da in dem Vorratsraum wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ich habe mich schon wieder erschrocken. Ich bin heute sehr schreckhaft. Wieso kommen die alle plötzlich um die Ecken? Die machen ganz schön Schaden. Ich glaube, ich muss echt noch ein bisschen mehr auch auf Panzerung leveln. Kann das sein? Also, die treffen mich einmal und ich habe ganz schön Damage. I don't think I can hold them off for much longer, sir. We're in pig. Nowhere to hide now. Drop your guns. Fuck. Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Hallo? Nicht erschrecken, bitte. Ja, lass erstmal kurz Zeitung lesen. Glückszahlen für die Lotterieziehung am Samstag lauten die Gewinnzahlen 9, 19, 29, 39, 49, 59. Wir haben heute Samstag in Real Life. Ich sollte schnell Lotto spielen gehen. That was tense. I need a breather. Was ist denn hier passiert? Und wo war er? Er stand doch gerade noch nicht dort. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Die war die ganze Zeit im Bad. Wo ist die Katze eigentlich? Er ist wahrscheinlich wieder im Keller. Was war das aber für eine Leiche dort im Keller? Das muss doch jemanden jetzt mal beunruhigen, oder? Dass dort eine Leiche im Keller lag? Wer ist das? Muss man sich da jetzt nicht eigentlich drum kümmern, wenn man Polizist ist? Dachte ich. Vielleicht. Hier wollen wir schon gucken. Ja, aber vielleicht habe ich nur ein falsches Verständnis von Polizei. Ich meine, ich bin ja kein Polizist. Ich weiß das ja nicht. Hey, Robo! Do the robot dance! Watch and learn, young man. You rock, Robo! Oh, die Begeisterung in seinem Gesicht, Mensch. Okay, also ich würde gern erstmal wieder ein paar Verstöße melden. Das haben wir auch noch. Die Wohnung ist da hinten irgendwo, okay. Haben wir hier einen Verstoß, den wir melden können? Nee. Was ist hier los? Ich glaube, ihm geht's nur nicht so gut, oder? Ja. Kann ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, ne? Was da hinten? Was steht er so da wie... Da jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wie Kate an der Spitze der Titanic. Was ist hier los?
Ach so. Hi, Ben. Gibt's was Neues, was ich tun kann für dich? Er hieß doch Ben, oder? Gut, jetzt werde ich das hier nicht mehr scannen können, weil ich ja natürlich keine Quest mehr hier habe. Aber jetzt könnte ich es wahrscheinlich scannen. Jetzt habe ich doch Deduktion, oder wie das heißt, gelevelt. Oh. Also es hieß, Robocop hat kriegt keinen Fallschaden. Ich würde es ja schon gern mal probieren, aber ich bin immer noch auf null Todesrate in diesem Spiel. Ich will es jetzt nicht kaputt machen, indem das hier vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist. Nee. Das Main Quest. Ich habe null Orientierung gerade. Und dort sind wir gekommen. Ich wollte den jungen Herrn hier noch kurz fragen, ob alles okay ist. Der steht hier so verloren. Okay. Ja, hier waren wir auch schon mal bei denen, ne? Da haben die sich doch irgendwie über Wirtschaft unterhalten, oder? Waren das die? I heard OCP is broke. What, are you afraid you'll lose money on your stocks? Ja, darüber haben die doch letztes Mal schon geredet. Und hier hinten war letztens Loot, aber der wird ja jetzt nicht wieder da sein, oder? Zumal ich hier jetzt gar nicht hinterkomme. Ach so, hier, Labyrinth. I don't get why RoboCop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Aber anscheinend unterstütze ich Kuzak doch gar nicht. Oh, was ist hier los? Hey, was ist los? Dude, I am so high. Oh, okay. Ich dachte, du bist traurig. Ich wollte dir helfen. Ich dachte, du bist traurig. Hier hinten war letztens so eine Kiste, glaube ich, wo wir das letzte Mal hier waren. Aber die ist, ja, die ist schon offen. Ich glaube, so richtig viel Beweismittelzeugs werden wir hier gar nicht finden. Wir müssen eher echt gucken, so auf Autos, die vielleicht irgendwo stehen, wo sie nicht stehen sollten. Um da die Ordnungswidrigkeiten zu melden. Ich muss kurz reingucken, es tut mir leid. Es könnte ja Loot drin liegen. Oh, ich sehe gerade. Die Zeit ist ja schon wieder um. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Und ja, schicke euch jetzt noch in den Tag. Habt noch ein bisschen Spaß oder was auch immer ihr heute noch so vorhabt. Ich hoffe, es gelingt euch. Wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Bye, bye. Ich winke euch. Tschüss.